zwei Befunde, zwei Beispiele für gezielte Verdummung der nachfolgenden Generation. Ich überhaupt, aber ich will da jetzt keinen Exkurs loslassen, wie ich überhaupt das Gefühl habe, dass die zwei mächtigsten Regierungsinstrumente sind, erstens Verdummung und zweitens Regieren mit Angst, wofür ich den Begriff erfunden habe, Phobokratie. Herrschen mit Angst. Stichwort Klima, Corona und so weiter. Drittens, wissen Sie, wie man am Ende der 10. Klasse in manchen Bundesländern Mathematik pflegt? Da gibt es am Ende der 10. Klasse vielleicht, oder auch nicht, eine Abschlussprüfung in Mathematik. Ende der 10. Klasse, die dann in manchen Bundesländern, wenn mit Ach und Krach bestanden, gleichzeitig gymnasiale Oberstufenreife ist. Und da lautete zum Beispiel eines Tages in Berlin und Brandenburg eine Mathematikaufgabe. Gegeben sind die Ziffern 2, 3 und 6, bildet daraus die größtmögliche Zahl. War mal Grundschulstoff. Oder es wird den Prüflingen, 16-Jährige sind es in etwa, ein Histogramm, ein Säulendiagramm vorgelegt. Besucherzahl im Kolumbusbad, ja gut, das ist sowieso einschlägig bekannt, in Berlin über die letzten 10 Jahre hinweg. Die Säulen natürlich unterschiedlich hoch und versehen mit einer Jahreszahl. Und dann bestand die Leistung des Prüflings darin, die Frage zu beantworten, in welchem Jahr hatte dieses Bad die höchste und die niedrigste Besucherzahl. Ich habe mir mit einer früheren Berliner Schulsenatorin darüber ein Streitgespräch im Deutschlandfunk geführt und das süffisant ihr untergejubelt, worauf sie meinte, ja, das waren ja zwei von mehreren Aufgaben. Wir wollten auf die Art und Weise den Prüflingen die Prüfungsangst nehmen. Aber es hat gereicht für 4-. Drittens, dritte rhetorische Frage. Wissen Sie, wie es um das historische oder gar nur zeitgeschichtliche Wissen unserer 16-Jährigen ausschaut? Alle 2, 3 Jahre Studien des Soziologen. Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Klaus Schröder mit OE geschrieben an der FU Berlin. Hauptergebnis. Ohne große Unterschiede zwischen den Schulformen und ohne große Unterschiede zwischen den Bundesländern wissen 60-70% dieser jungen Leute nichts anzufangen mit einem Datum wie 17. Juni 1953, 13. August 1961. Nichts anzufangen, was die Beschreibung und Definition des Unterschiedes ist zwischen einem Volkskammerabgeordneten und einem Bundestagsabgeordneten. Gut, wobei sich die sowieso annähern. Historischer Analphabetismus, der übrigens auch in Regierungsämter führt. Da haben wir eine feministische Außenpolitikerin, die kommt aus einem Besuch in der Ukraine zurück und sagt, da sieht man mal, wie schrecklich Panzerkriege sind. Wir wissen das seit dem 19. Jahrhundert. Übrigens die gleiche, jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen zu Mathematikaufgaben, die geometrisch hochqualifiziert auch meinte, der Ukraine-Krieg ist erst zu Ende, wenn Putin sich um 360 Grad dreht. Bildungsnation Deutschland. Wissen Sie, dass in Deutschland jetzt, oder am Montag, wenn die Schule wieder anfängt, 50.000 Lehrer fehlen? Wissen Sie, dass in den nächsten 12 bis 15 Jahren die Hälfte aller 760.000 Lehrer in Ruhestand geht? Und wissen Sie auch, dass es kein schlüssiges Personalkonzept der 16 Kultusminister gibt? Weil man immer nur an das Ende der Legislaturperiode denkt, also 4 oder 5 Jahre lang. Und alles andere, was danach kommt, mein Gott. Wissen Sie auch, wie Deutschland in den letzten empirischen Vergleichen abgeschnitten hat? Es fällt zurück. Wissen Sie, wie die Bundesländer in Deutschland abschneiden, die 16 Länder, wenn es nur ausnahmsweise mal, aber das fasst man ja nur mit spitzen Fingern an, innerdeutsche Vergleiche macht. In West wie Ost ein dramatisches Süd-Nord-Gefälle. In Westdeutschland, von Bayern nach Norden abwärts und den ehemaligen Ländern der DDR ein dramatisches Gefälle von Thüringen und Sachsen Richtung Brandenburg, Berlin ohnehin und Mecklenburg-Vorpommern. Es wird Sie vielleicht jetzt überraschen und hoffentlich sind die, die aus dem Ländle oder The Land heißt ja jetzt, kommen, dass ich Baden-Württemberg nicht genannt habe. Deshalb wieder eine rhetorische Frage. Wissen Sie, können Sie sich vorstellen, dass man innerhalb von 10 Jahren
ein früher führendes Bundesland, Bildungsbundesland, an die Wand fahren kann. Man kann es. Man kann es. Ab 2011 Baden-Württemberg. Bis dahin war Baden-Württemberg bei allen innerdeutschen Schulleistungsvergleichen, ob es in der Grundschule oder am Ende der Mittelstufe, also 9., 10. Klasse war, zusammen mit Thüringen, Sachsen, Bayern und eben Baden-Württemberg. Die stellten das vordere Quartett. Baden-Württemberg hat sich jetzt eingekuschelt, zusammen mit Bremen, Brandenburg, Berlin. Hat wahrscheinlich mit den Anfangsbuchstaben zu tun. Unter den letzten vier. Und wissen Sie, auch das ist ein Thema, das politisch nicht korrekt ist. Wie zugewanderte Schüler in Deutschland, mit welchem Anteil das Bildungssystem belasten? Nur wenige Zahlen. In der letzten Studie des Instituts für Qualitätssicherung im Bildungswesen der Humboldt-Universität Berlin, die ist von der Kultusministerkonferenz, ist dieses Institut beauftragt worden, alle zwei beziehungsweise alle fünf Jahre diese Studien zu machen, wurde festgestellt, bezogen auf Grundschule, dass mittlerweile der Migrantenanteil unter deutschen, nein, so muss ich sagen, unter Schülern in deutschen Grundschulen 38% ist. Und innerhalb von 10 Jahren von 19% auf 38% gestiegen ist, also sich verdoppelt hat. Man könnte jetzt sagen, der Blick in die Grundschulen zeigt, wo Deutschland in 20 Jahren steht. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.